Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Zweiter Tag, zweites Video und ich muss euch ganz ehrlich sagen, aktuell ist es für Content Creator, was Call of Duty angeht, Warzone und, gar nicht so einfach, wirklich interessanten Content zu machen, weil die Entwickler und Publisher geben einem so seit Monaten ja eigentlich nur Scheiße. Das generelle Interesse auf YouTube und auch bei den Spielern an sich, nicht mal nur auf YouTube, für Call of Duty Vanguard ist gleich null. Das ist einfach so, das sieht man in Aufrufzahlen von Exclusive Ace, von jedem möglichen. Es gibt aber etwas, was so ein bisschen am Horizont ist, was wir uns alle seit Monaten angucken. Und da kann ich ehrlicherweise sagen, ich bin der allererste deutsche Content Creator gewesen, der darüber berichtet hat, und zwar SM Square. Und da möchte ich euch heute gerne, weil da ein 100.000 Mitglieder-Post und sonstiges jetzt vor kurzem war, gerne über alles informieren, was wir bisher wissen, was bekannt gegeben wurde und ein bisschen spekulieren, wann jetzt endlich dieser absolut geile Scheiß droppt. Ich glaube, wir alle freuen uns sehr. Und ein Disclaimer dazu, ich habe heute Simon und Sus. Simon und Sus sind zwei von den 7 Entwicklern, die da dran sitzen, über Discord angeschrieben. Ihr werdet gleich auch die Homepage von denen sehen. Verlinkung von dem SM Square Discord Server ist hier auch. Da könnt ihr drauf. Ich kann euch nur eins sagen, seit Monaten stehe ich immer mal wieder mehr und weniger in Kontakt mit denen und die sind immer für eine Antwort da. Man hat eine Frage und man kriegt eine direkte Antwort. Das ist nicht so, ey Bobby, gibt es SBMM? Und Bobby sagt euch, kann, muss nicht, wer weiß, sondern die sagen, jo, gibt SBMM oder nein, gibt es nicht. Ja, Bundles werden Geld kosten, nein, Bundles werden kein Geld kosten. Sowas haben wir auch geplant, nein, sowas können wir nicht machen. Fertig. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Interesse habt, mit denen zu sprechen, schreibt die einfach über den Discord-Server an. Ich kann es euch nur empfehlen. Aber lasst uns mal gucken, was wir hier eigentlich aktuell haben. Da bedanken sie sich für den ganzen Support und haben uns hier so ein paar Sachen gezeigt. Unter anderem wird das Menü so aussehen. Und wie ihr seht, ist das etwas, und das muss ich hier einmal etwas langsamer für euch machen, dass ihr in Ruhe mitgucken könnt, während wir darüber sprechen. Server suchen, privates Match, Create a Class, die Barracks, ein Theater-Mode, ein Kinomodus, den wir in Vanguard nicht haben, was unglaublich für mich ist, und. Das heißt, einfaches Hauptmenü, übersichtlich, easy. Das Ganze können wir auch gerne größer machen. Allein das hier, Leute, sieht schon richtig geil aus. So, und da kommt ein bisschen was an News heute. Hier, wenn ihr online spielen wollt, könnt ihr auf das nächste Fenster. All das sind Sachen, die die Jungs bereits fertig haben. Es wird einen Überlebensmodus geben. Es sollen Missionen dazukommen. So eine Art kleine Kampagne, wird keine große Kampagne sein. Und dann habt ihr eben die verschiedenen Fenster mit den Mods, mit den privaten Matches. Ihr könnt private Server hosten. Sie werden es so einführen, dass wenn ihr zum Beispiel als Streamer, Content Creator oder nur mit ganz vielen Freunden private Games machen wollt, dann könnt ihr, anstatt jedes Mal alle Freundschaftsanfragen anzunehmen, einfach einen Servercode an eure Leute geben und die können den Server direkt joinen. Das ist etwas, was Call of Duty seit 15 Jahren machen müsste und anscheinend nicht in der Lage dazu ist. Das Ganze hier mit Loadouts, mit Streaks, mit Career, es wird einen Prestige-Modus geben, einen normalen Prestige-Modus. Ihr könnt eure Gameplays, eure Clips speichern, ihr könnt Cinematics draus machen. Das ist für die ganze Sniper-Community bestimmt wieder geil und. Ihr seht das hier über mir, Simon, Level 70. Simon ist einer von den 7 Designern dort, beziehungsweise der Hauptdesigner, die sich um das Ganze kümmern. Eure Fragen zu, gibt es das für PlayStation und, werde ich gleich am Ende auch noch ein bisschen beantworten. So, das heißt, wir haben hier richtig coole Sachen, wenn man mal so gut durchguckt. Das Ganze ist farblich mit so einem Art Package nachher versehen. Das heißt, Simon meinte, jeder kann sich so ein bisschen sein Hauptmenü so ausrichten, wie er das ganz gerne möchte. Es wird eine Ingame-Währung geben. Und jetzt passt auf, Leute, diese Ingame-Währung lässt sich mit richtigem Geld nicht kaufen. Das heißt, 100%, was in diesem Game drin ist, das Game an sich, wird 100% kostenfrei sein. Finanziert ist das Ganze durch private Sponsoren und durch die selber und. Ihr könnt keine Spenden dalassen, kein gar nichts. Habt alles schon gefragt. Geht alles nicht, wollen die nicht. Es werden verschiedene Bundles kommen für die verschiedensten Waffen. Es gibt mittlerweile über 100 bestätigte Waffen. Honey Badger, SAR, die Remington, die Spes 12, die... Nennt eine Waffe, sie ist mit dabei. Die Spitfire, die Saug aus BO4, aus BO3, die Manowar und. Unglaublich viele Waffen aus jedem COD, im Prinzip das Beste, was man kennt. Das hier, worauf ich mich sehr freue,
Featured Playlist. Das heißt, sie haben sehr viele Sachen, die in den einzelnen COD-Games wirklich sehr gut sind, genommen, haben es mit hier reingetan und gesagt, soll für jeden verfügbar sein. Diese Ingame-Währung, womit ihr euch Aufsätze kaufen könnt, Varianten und sowas, könnt ihr nur durch drei Methoden später erspielen. Erste Methode, Spielzeit. Zweite Methode, verschiedene Missionen oder Herausforderungen, die ihr so erfüllen könnt. Dritte Methode, es wird immer so random welche rausgegeben. Kein Geld, kein gar nichts. Das ist sehr, sehr geil und etwas, worauf ich mich sehr, sehr freue. Was haben wir sonst? Eine komplette Liste von den bisherigen Waffen ist bei denen bereits geleakt worden. Da könnt ihr, beziehungsweise haben die selber ausgegeben, da könnt ihr selber drauf gehen. Das ist der Stand vom 3. Juni 2021. Das heißt, das, was hier angegeben ist, wurde seitdem nochmal erweitert. Wir haben die ACR, die AK-47 aus MW Remastered, die AUG, die Ball, die FAMAS, die Galil, die Honey Badger aus Ghost. Ich freue mich so. Die Maddox aus BO4, die Rampart, die Manowar aus Black Ops 3. Es gibt dann die taktischen Rifles, das heißt die AR-X160 aus Ghost, die FAL. Es gibt die Shiva aus Black Ops 3, die M8A7 aus BO3, die M16, das G3, die FR-556. Es gibt, ihr könnt durch diese ganze Liste durchgehen, guckt euch das an. Es gibt hier allein in dem Game mehr Submachine Guns, also mehr MPs, als in den letzten drei CODs zusammengenommen. Absolut heftig. Die VMP, die SAUG, die Faro, die PPSH gehört natürlich dazu, die MSMC, mega heftig. Das heißt, was Waffen angeht, lassen die sich nicht trollen, es ist unglaublich viel dabei. Alle Waffenvarianten, die sie haben, mussten sie von Grund auf neu zusammensketzen. Das hatte ich euch schon mal in einem anderen Video gesagt, werde ich euch vielleicht verlinken, wenn ich faul bin. Könnt ihr euch gerne angucken. Es ist wirklich absolut krass, was die hier machen. Dazu, das gibt es auch auf deren YouTube-Kanal, da könnt ihr sehr gerne hingucken. Der YouTube-Kanal von denen ist auch verlinkt. Das sind die Maps, die sie von Grund auf neu remastern mussten auf der MW2 Engine. Und da kommen wir auch ein bisschen zu der ersten Frage, die viele immer wieder von euch haben. Und bitte hört mir genau zu. Dieses Game wird über den Klienten von Modern Warfare 2 auf dem PC laufen. Das heißt, wenn ihr Geld ausgeben müsst, ist es nur für Modern Warfare 2. Damit haben die sich rechtlich abgesichert, dass dieser Mod nicht von Activision, Call of Duty, Microsoft später oder runtergenommen wird. Wichtig, dieses Game wird nicht auf einer Konsole erscheinen. Auf keinem Nintendo, auf keinem Game Boy, auf keiner PlayStation 5, PlayStation 9, Xbox 9, Xbox 10. Wird nicht passieren. Dieser gesamte Klient ist auf dem PC ausgerichtet und Anforderung, um das vernünftig zu spielen, 60 FPS, ist Minimumanforderung, die ihr damals bei Modern Warfare 2 auf dem PC gebraucht habt. Keiner von euch kann mir erzählen, dass er sich heutzutage zu Hause keinen Rechner stehen hat oder holen kann, der zumindest Modern Warfare 2 von vor 100.000 Jahren spielen kann. Wenn doch, tut's mir leid, es wird das Ganze nicht für Konsole geben. Das kann man jetzt schon 100% abhaken, da gibt's auch keine 1%ige Chance. Only PC, das war alles. Das heißt, MW2-Anforderungen müssen erfüllt sein für euren PC. Das wird jeder PC von euch können für 60 FPS und ihr könnt es spielen. Es gibt natürlich Controller-Support. Das heißt, ihr könnt am PC, so wie ich das mit Rebirth mache, einen Controller über ein USB-Kabel anschließen, zack, könnt ihr spielen. Ist super easy, ist überhaupt gar kein Problem, kein gar nichts. Das hier sieht wirklich sehr, sehr cool aus und ich freue mich extrem. Sie haben ja nicht nur zu den besten Waffen, die wir bisher hatten und die besten Perks und neue Perks genommen, sondern eben auch neu gemachte, uns bekannte Maps. Ob das Hardhead ist, ob das Strike Zone ist, ob das Nuketown ist oder. Es ist völlig egal, worüber ihr reden wollt. All diese Sachen sind mit dabei. Freue ich mich persönlich sehr, sehr krass drauf. Ihr könnt euch das sehr gerne in Ruhe angucken. Sie sprechen hier auch darüber, es wird einzig kosmetische Blueprints geben. Es wird keine gekauften oder zu kaufenden Waffen geben. Das, was man eben mit diesen Ingame-Kryptos oder wie auch immer es am Ende heißen wird, kaufen kann, sind einfach Blueprints, Signature-Variants, die einfach gut aussehen. Fertig. Sowas hier als Beispiel, so ein Rotton mit Brei oder. Du kannst sie aus dem Collection-Menü jederzeit deine Credits benutzen, die du, während du zockst, einfach selbst für dich holen kannst.
Wenn hier so ein Shop käme, der Geld kosten würde, wo ihr dann solche Sachen gegen echt Geld kaufen könnt, rein kosmetische Sachen, hätte ich da auch gar kein Problem mit, weil das ja, ist ja völlig verständlich, dass die eventuell auch Geld verdienen wollen. Am 19. Februar, schreiben sie hier noch, sind sie offiziell ein ganzes Jahr dabei und haben einen unglaublichen Fortschritt gemacht, finde ich. All die Handy, die dabei bisher geholfen haben, sind bei denen willkommen. Im Gegenzug dazu wollen sie sicher gehen, dass wir über Features, News, Infos, neue Bilder, neue Waffen und informiert werden. So, ihr könnt hier im Prinzip, so sieht es dann nachher aus, direkt über den Discord einfach bei denen rein. Und wenn ihr euch für andere Themen interessiert, die hier bisher Thema waren, dann könnt ihr einfach auf die einzelnen Sachen hier gehen. Zum Beispiel gibt es einen Trainingsparcours, auch auf deren YouTube-Kanal zu finden, Leute. In diesem Trainingsparcours seht ihr hier, CM4A1 in dem Fall, könnt ihr relativ cool einen richtigen Parcours machen und rechts oben sehen, was für eine Beweglichkeit oder beziehungsweise was für eine Präzision, wie viele Punkte hast du gemacht und. Das könnt ihr mit allen Waffen machen, die es gibt. Sowas in der Art gab es im WW2. Ich verstehe nicht, warum das bis heute nicht wiedergekommen ist. Meiner Meinung nach ist so ein Trainingsparcours eine sehr coole Sache, die sehr viel Spaß macht. Man kann Waffen, Aufsätze und sonstiges probieren, ohne in ein Private Match gehen zu müssen. Man kann ein bisschen Zielen üben, man kann einfach Fun haben. Da könnte man in einem Stream eine Stunde mit Zuschauern eine geile Challenge draus machen. Wer am schnellsten ist, am meisten Punkte macht. Oder. Es gibt so viel, was man als Potenzial für Content, für ein COD, hier seht ihr die Saug, machen könnte. Und Call of Duty macht leider nichts davon. Das finde ich super, super schade. Ihr seht, das alles ist jetzt bereits fertig, bekommt einen Feinschliff, ist im Game. Die große Frage, die wir uns alle stellen, wann kommt es? Wann lässt es sich spielen? Und ich kann euch sagen, ich habe ja Simon und Seth heute gefragt, ob es möglich ist, dass man als Content Creator eine Closed Alpha bekommt. So, dass wir Content Creator die Möglichkeit haben, das einen Tag, eine Stunde, eine Minute zu spielen, vielleicht für euch zu streamen oder ein Embargo zu unterschreiben und dann ein Video darüber zu machen, darüber zu sprechen, wie fühlt sich das Game eigentlich an, wie klingt es, wie ist es in Call of Duty und. Das sind Sachen, die würde ich persönlich absolut feiern. Ich habe gefragt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich passiert. Die haben, und das kann ich aus, das merkt man denen an, aus tiefstem Herzen, wollen die, dass wir als Community wieder Spaß haben, wieder ein Call of Duty-Erlebnis haben, wie wir es vor vielen, vielen Jahren zuletzt hatten. Und die sind natürlich sehr daran interessiert, dass möglichst viele Leute das spielen, weil es ja auch deren Arbeit ist, die damit sozusagen ihre Belohnung findet. Und da kann ich euch nur sagen, sollte ich eine Antwort bekommen und sollte es möglich sein, dass vielleicht erstmal Content Creator und dann ein paar Tage später alle einfach oder Ausgewählte mit Codes oder so eine Alpha oder Beta spielen können, werde ich euch darüber informieren. Leute, lasst einen dicken, fetten Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Dieses Projekt ist etwas, was ich jetzt seit über, ja, also eigentlich seit einem Jahr verfolge. Und ich bin so hart gespannt, wie das wird. Und ich habe so viele Hoffnung, dass das ein Erlebnis wird, was uns lange Zeit tragen wird. Und meiner Meinung nach sieht es auch sehr gut aus. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Lasst einen Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Wenn ihr nicht neu auf dem Kanal seid, vielen Dank für den Support. Es macht mir sehr viel Spaß, euch zu unterhalten. Kuss geht raus. SM Square out.